Ja, hallo ihr Sportmuffel und Couch-Abonnement-Besitzer und willkommen damit bei Matchpoint. Ein Spiel, das jetzt seit ungefähr 2-3 Wochen, glaube ich, draußen ist und seit dem Release an nämlich schon auf dem Game Pass erhältlich ist. Der Game Pass ist ja für die Xbox-Besitzer, beziehungsweise für die Leute, die die Xbox haben und den Game Pass gleichzeitig besitzen. Aber auch natürlich willkommen an all die PlayStation- und PC-Besitzer. Ja, Matchpoint, ein Tennisspiel. Und wie ihr wahrscheinlich, bin ich jetzt niemand, der großartig Tennis verfolgt. Womöglich für all diejenigen natürlich, die Tennis verfolgen. Tut mir leid, wenn ich nicht alle Fachbegriffe hier weiß. Was ich aber sagen kann, ich habe früher in meiner Jugend sehr, sehr gerne zum Beispiel Top Spin 3 gespielt. Das war, glaube ich, doch auf der Xbox 360 gewesen und der PS3. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Deshalb will ich zum einen natürlich euch generell hier in meinem kleinen, feinen Let's Play-Kanal natürlich an dieses Spiel ein bisschen heranführen, ein bisschen zeigen, was kann man hier eigentlich machen, wie ist hier so ein bisschen das Gameplay, die Engine und so weiter und so fort. Aber auch möchte ich mal gerne gucken, was bietet denn so das aktuellste Tennisspiel für die aktuellen Konsolen, aber auch natürlich für den PC. Und wir sind hier mitten im Hauptmenü. Wir haben die Möglichkeit, gleich als allererstes eine Karriere zu starten. Ein schnelles Match. Wir können Übungen machen, Tutorial, aber auch Training, teste deine Fähigkeiten. Wir haben die Möglichkeit, aber auch online zu spielen. Ranglistenspiele, lokales Match, wahrscheinlich mit Freunden und Blockiertliste. Siehe die Blockiertliste an. Okay, alles klar. Ach, das sind wahrscheinlich die Leute, die wir blockiert haben, weil wir wahrscheinlich in Ranglistenspielen verloren haben. Oder die uns einfach mehr geärgert haben. Und Freunde können wir auch einladen. Wir fangen aber zuallererst natürlich mit den Grundkenntnissen beim Tennisspielen an. Und das können wir am besten erlernen durch Training. Willkommen beim Matchpoint, der realistischen, professionellen Tennissimulation mit intuitiver Kontrolle, die die Power und Präzision in deine Hände legt. Ach super, guck mal, den kann ich jetzt einfach mal einstellen. Da muss ich gar nicht mehr hier in meinen Let's Plays irgendwas sagen. Okay, verstanden. Benutze den linken Stick, um deinen Spieler zu bewegen. Wenn du dich auf den Ball zubewegst, um zu schlagen, drücke die Taste A, B, X oder Y, um eine Schlagart auszuwählen. Wenn du dich für einen Schlag entschieden hast, benutze erneut den linken Stick, um zu zielen. Und noch ein Tipp. Entscheide dich früh für einen Schlag, um dir mehr Zeit zum Zielen zu geben. Okay, alles klar, verstanden. Also wir haben jetzt hier die Ballmaschine, die wirft uns jetzt ein paar Bälle zu. Zack. So, hier kann man es schön bewegen. Können wir eigentlich auch die Schläge aufladen? Komm, wir laden mal auf. Können wir auch machen. Den geht er aber, glaube ich, ins Aus. Das klappt doch perfekt. Lass uns jetzt einen Blick auf die verschiedenen Schlagarten werfen. Drücke die Taste A, um einen geraden Schlag auszuführen. Sehr direkt und mit viel. Okay, der Standardschlag, so dieser Power-Schlag, den man so ein bisschen kennt. Oh, okay, das war ein bisschen sehr früh gewesen. Ich glaube, bei Topspin war es auch gewesen, wir müssen bei Zeiten. Jo. Also dürfen nicht zu früh setzen, weil dann kann es passieren, dass wir halt einfach viel zu weit schlagen. Großartig. Und jetzt wagen wir uns an den Topspin. Das ist der Schlag, der im Tennis am häufigsten genutzt wird. Drücke die Taste B, um einen Topspin zu spielen. So wird der Ball langsamer, die Flugkurve wird deutlich höher und somit wird es unwahrscheinlicher, dass der Ball im Netz landet. Okay. Oh mein Gott, wir müssen echt aufpassen. Wir schlagen hier wirklich relativ weit. Okay, der war gut drin. Das sah doch schon gar nicht schlecht aus. Wir kommen zum Slice. Den kannst du spielen, wenn du die Taste X drückst. Der Slice ist ein ganz wichtiges taktisches Mittel. Du kannst damit das Tempo des Ballwechsels verlangsamen, dir somit mehr Zeit geben, dich wieder besser zu positionieren oder den Rhythmus deines Gegners stören.
Naja, der Slice ist so ein bisschen dieser Rückhandschlag, mit dem man ihm wirklich so einen richtig schönen Drei gibt. Dann macht man ihn meistens kurz und wenn der gut positioniert ist, dann kommt der Gegner auch gar nicht mehr ran. So, da guck, zack. Also man kann natürlich auch mit Feuerschlagseite verwenden, aber viele benutzen den eher als Rückhand. Sehr gut, klasse gemacht. Wenn du jetzt den rechten Trigger gedrückt hältst und gleichzeitig die Taste X drückst, kannst du einen Stopball spielen. Stops helfen, um deinen Gegner zu überraschen und ihn zu zwingen, nah ans Netz zu kommen. Aber sei vorsichtig, wenn du den Stopball benutzt. Spielst du ihn zum falschen Zeitpunkt, zieht dein Gegner daraus vielleicht einen Vorteil. Okay. Zack. Oh, aber es ist ja wirklich heftig. Also mittlerweile ist wirklich dieses Spielfeld voll und ganz offen spielbar. Und last but not least, probier vielleicht mal den Lob aus. Dafür musst du die Taste Y drücken. Der Lob hilft dir, wenn dein Gegner sehr nah am Netz steht oder du viel Zeit brauchst, um dich wieder besser zu positionieren. Man muss dazu sagen, also nochmal um den Stopball nochmal zu erwähnen oder generell dieses Feldspielen. Bei Top Spin 3 war es schon damals eigentlich revolutionär gewesen, dass man voll und ganz dieses Feld ausnutzen konnte und man doch schon mal bei zu sehr frühen Schlägen oder zu weiten Schlägen sehr schnell man es ausgespielt hat. Aber hier ist es mittlerweile sehr extrem. So, der Loop an sich macht ja Sinn natürlich, wenn jemand am Netz ist, aber um Zeit für positionieren ist so eine Sache, weil wenn derjenige wirklich relativ mittig im Feld ist und wir machen einen Loop, dann geben wir ihm die Möglichkeit, einen Schmetterball zu spielen. Du bist ja schon richtig gut in Form. Jetzt ist der Kickaufschlag dran. Bei einem Kickaufschlag kriegt der Service einen Vorwärtsdrei. Durch den Spin wird der Ball früher in Richtung Boden gedrückt. Das erhöht die Fantastisch. Und dann haben wir noch den taktisch wichtigen Slice-Aufschlag. Beim Slice-Aufschlag gibt man dem Ball einen Sidespin, sodass er sich durch die Luft dreht. Drücke und halte die Taste X. Wow. Wow, schönes Netz geschlagen. Zum Schluss haben wir noch etwas ganz Spezielles. Ja, das ist relativ neu geworden, ey. Mit dem Unterarmaufschlag kannst du deinen Gegner komplett überraschen, wenn er einen Aufschlag mit viel... Exzellent, ich bin beeindruckt. Jetzt musst du deine Aufschläge natürlich noch richtig platzieren. Nachdem du deine Schlagtaste gedrückt hast, kannst du... Also der Aufschlag ist eigentlich relativ einfach hier gestaltet. Wir können es nämlich mit dem linken Stick eigentlich die ganze Zeit während des Aufschlags immer noch kontrollieren und positionieren. Großer Respekt. Jetzt wirst du gegen einen Trainingspartner spielen. Kombiniere alles, was du gelernt hast, um ein paar Punkte zu gewinnen. Oh, das war ein bisschen weit. Wahrscheinlich auch zu früh, wa? Oh, scheiße, ey. Oh, das macht irgendwie so viel Spaß. Aber ich muss echt noch so ein bisschen die Weite der Schläge irgendwie hier ein bisschen testen. Wir haben es fast geschafft. Versuche den Kamerawinkel zu verändern. Ach, auch nicht schlecht. Indem du das Steuerkreuz nach unten drückst. Und dann probier mal, noch ein paar mehr Punkte zu gewinnen. Ich darf, glaube ich, nicht so früh drücken, wa? Wir sind am Ziel. Das war wirklich... Gut, ich muss mal sagen, von allen Sportspielen, und das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welche Sportspiele ihr bis jetzt gespielt habt. Habt ihr überhaupt mal Sportspiele jemals gespielt und was sind so eure Lieblingssportspiele? Aber von all den Sportspielen war das beste Tutorial, was ich jemals gespielt habe oder die beste Einführung. Allein schon, dass der Text auch noch vorgelesen wird, wir also quasi nebenbei auch noch weiterspielen können und wir dem immer so ein bisschen lauschen können, was wir zu beachten haben. Also das ist sehr, sehr cool gemacht. So. Das gleiche können wir dann auch später hier in Übung machen. Wir haben unsere Ballmaschine und dementsprechend können wir ein paar Sachen verbessern. Der Typ hat mal gehabt. Training können wir zum Beispiel
Schlagtraining, Service, Volley, also eigentlich all die Sachen, die wir jetzt gerade jetzt schon so ein bisschen geübt haben in diesem Tutorial, können wir auch hier spielen. Und wir gucken uns aber jetzt noch ein schnelles Match an und später gehen wir mal zur Karriere und gucken mal, wie das aufgebaut ist, ob wir unseren eigenen Charakter auch entwickeln können. Aber erstmal schnelles Match. Gut, wir sehen, die Spieleranzahl ist sehr übersichtlich. Das kenne ich aber auch tatsächlich auch noch aus Topspin 3 Zeiten. Da waren es auch nicht allzu viele Spieler. Wir haben zum Beispiel hier Nick. Der ist relativ bekannt. Haben wir noch einen der großen Namen? Wahrscheinlich eher nicht, so wie Nadal oder so. Nein, die sind wahrscheinlich eher nicht dabei. Wir nehmen jetzt einfach mal ihn hier. Ja. Dann können wir jetzt auch auswählen, wie viele Sätze wir spielen wollen. 3, 5, super Tiebreak. Wir machen mal einfach nur einen Satz. Dann machen wir jetzt nur mal ein paar Bälle hin und her. Hartplatz, Sand oder Rasen. Wir nehmen mal Hartplatz und los geht's. Nick Kyrgios. Freunde, Freunde, das wird ein Fest. Wenn der unterwegs ist, dann ist wirklich immer was geboten. So, also muss man sagen, ich kann versuchen, mal ein Bild von ihnen einzufügen. Man versucht, annähernd eine Ähnlichkeit zum Beispiel mit der Frisur zu machen, ein bisschen mit dem Bart oder auch mit den Augenbrauen, aber der Gesichtsausdruck, der ist ja mehr als grimmig. Also er guckt manchmal schon grimmig rein, aber die Ähnlichkeit ist nicht gerade verblüffend. Amanda Anisimova. Bei ihr muss man sich wünschen, dass sie von Verletzungen verschont bleibt. Dann stehen ihr... Gut, ja, legen wir mal los. Boah. Ha. Dankeschön, 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 Dankeschön. Oh. Ja, weil wir auch so lange gedrückt haben wahrscheinlich. Dann verreißen wir so ein bisschen. Boah. Boah, was war das denn für ein Powerschlag? Ah, es erinnert mich aber wirklich so von der Spielmechanik her wie zu Topspin-Zeiten. Richtig schön, gefällt mir sehr, sehr gut. So. Ja, der kommt. Ja, sehr schön. Aber bis jetzt noch kein... Ach, wie heißt denn das da eigentlich? Wenn ich mit einem Aufschlag hier gleich einen Punkt hole. Ich habe schon wieder vergessen. Aber bis jetzt noch nicht geschafft. Ey, damals auch mit einem Kumpel, den Danilo, wirklich immer hier Matches geliefert. Der war so ein Riesenfan von Topspin 3. Oh, doppelter Fehler. Ja, wir müssen aufpassen. Also wenn wir jetzt komplett durchschlagen wollen, dann vielleicht nur auf die Höhe hier. Da, der war perfekt. Das gibt's doch nicht. Gerade jetzt dieses Break. Ja, das war gut gemacht von ihr. Wie gesagt, das Ausspielen ist immer noch extrem schwierig, weil wir halt wirklich so auf dem Deck das Feld haben. Achso, guck mal, wir haben auch den Punkt hier immer. Der fällt mir erst jetzt auf, dieser schattige Punkt. Da. Oh, darauf muss man erstmal achten, ey. Seht ihr es vielleicht so ein bisschen auf ihren Feld, kurz bevor ich schlage? Kommt dieser schwarze Punkt wie beim Ausschlag. Da. Oh, der kommt so weit, war. Nee. Das Schwierige ist halt wirklich hier. Bei Topspin 3 war es so gewesen, ihr habt sehr viel mit dem rechten Stick gemacht und viel festgehalten. Jetzt komme ich hier aber auch nicht mehr raus, wa? Jetzt aber. Jetzt, guck mal jetzt. Jetzt treiben wir sie in die Ecken hier ein bisschen rein. Jetzt hier die Ecke. Da. Boah, was für ein Ballwechsel. Der hört ja nicht mehr auf. Das gibt's nicht. Mädel, hör doch mal auf. Ja.
Huh! Holla die Waldfee! Früher war es bei Totsman immer so gewesen, da haben wir, dadurch, dass wir ja zwar trotzdem viel ins Ausspielen konnten, da ging es aber eher so ein bisschen um das Timing und ob wir zum Beispiel zu viel geschlagen haben, konnten wir mit dem linken Stick sehr viel, ich mach mal kurz Pause, sehr lange Zeit gedrückt halten, also eigentlich permanent, bis wir geschlagen haben. Hier müssen wir wirklich aufpassen, hier positionieren wir uns ja schon mit dem Schlag und können eigentlich immer noch variieren und darauf müsst ihr halt immer wieder achten. Boah, was war das denn für ein Schlag? So. Aber ihr seht ja, das Schwarz jetzt. Na bitte, das hat er sich verdient. Das sind zwei Breakbälle. Also eigentlich, als Tipp tatsächlich, probiert nicht allzu viel mit dem linken Stick nach vorn zu drücken, weil sonst seid ihr irgendwann dann übers Feld hinaus. Macht mir erstmal mit der Seite und versucht euch erstmal gut zu positionieren. Ui, voll verrissen. Boah. Oh, den kriegt sie nicht mehr. Doch. War ja mal der Stopper gewesen. Ach so, genau. Ho! Nein, nein, ich spiele ihn vorhin aus. Oh, bin ich doof? Lassen Sie mich zusammenzählen. Gleich drei Break-Chancen. Eieieiei. Es ist ganz angenehm, dass der Kommentator gar nicht so viel redet und ab und zu mal sich so ein bisschen einbringt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich komme im Übrigen auch in wenigen Minuten, bevor wir uns noch die Karriere, oder nachdem wir uns die Karriere angeguckt haben, natürlich auch gleich auf mein Fazit. Ja, sehr schön. Den Satz spielen wir natürlich jetzt nicht zu Ende. Ich will mal gucken, ob ich doch hier den Punkt holen kann. Oh, sehr schön. Oh, shit. So wichtig für dieses Match. Das ist das Break. Gut. Es macht aber Spaß, war aber auch liegt auch wirklich daran, dass es mich halt wirklich an Topspin-Zeiten erinnert. Obwohl ich sagen muss, mal gucken, was doch die Karriere rausholt. Ein paar Wermutstropfen gibt es hier einfach, die mir jetzt persönlich nicht so ganz gefallen. Dazu komme ich aber gleich mal. Nein. Ach. Oh, gerade noch einen letzten Moment. Also wie gesagt, ich kann euch echt nur als Tipp geben, wenn ihr euch selber daran wagt und merkt, oh, es ist aber schwierig, achtet wirklich auf das Spielfeld eurer Gegenspieler, eurer Kontrahenten, denn dort seht ihr halt, wie gesagt, den schwarzen Punkt. Vorher hat man ein bisschen mehr auf sich selber geachtet, aber achtet wirklich hier auf den schwarzen Punkt, wo der erscheint und dann könnt ihr auch nochmal schön variieren. Jetzt sind wir schon mal wieder fast dran. Ja. Oh, der ist schön, ja. Deuce. Wir gucken uns mal ganz kurz die Wiederholung. Oh, gleich mal meine Wiederholung an, wie das Ganze natürlich mal in der Wiederholung ausschaut. Davon können wir auch mal ein bisschen reinstuppern, wie hier so die Engine ist. So. Okay, ja, das war natürlich jetzt sehr schön aufgefasst, der Ballwechsel. Man merkt aber, guck mal, sehr stocherig die ganze Bewegung. Auch die Füße an sich, die Fußspitzen sind schon so ein bisschen gewellt. Man will wahrscheinlich denen entkommen, dass man nicht voll und ganz diese Physik zum Beispiel Engine verwendet und dass die Schuhe sich mitunter auch bewegen, je nach Bewegung. Finde ich ein bisschen schade. Gut, gucken wir uns jetzt zu allerletzt natürlich nochmal jetzt hier meine Karriere an, in der Hoffnung, dass wir auch vielleicht unseren eigenen Spieler erstellen können. Und das können wir auch tatsächlich, natürlich weiblich und männlich. Ich benutze jetzt mal für mich hier einfach mal Isaac, können wir einfach nehmen, ansonsten könnt ihr natürlich jeden Namen wählen, den ihr wollt. Auch in Sachen Nationalität ist eigentlich so vielerlei möglich.
Ihr seht es, die Auswahl ist schier unendlich. Wir haben Händigkeit rechts oder auch links. Wir haben Rückhand, ob mit einer oder beidhändig. Wäre natürlich jetzt für Amateure jetzt ganz angenehm gewesen oder für Nichtkenner von Tennis, das nochmal als Animation aufzuzeigen, aber okay. Jetzt haben wir das Aussehen. Wir haben die Möglichkeit, über insgesamt 16 verschiedene Köpfen zu wählen, die je nach ethnischer Abstammung ja so ein bisschen gesetzt sind. Hier haben wir dann so ein bisschen die europäische. Hier geht es dann auch in die asiatische so ein bisschen. Also ja, selber so erstellen ist nicht, aber wir können auch den Hautton entwickeln. Ob dunkel oder doch ein bisschen sehr blass. Haarstil können wir auch noch bestimmen. Wir können aber auch natürlich das Ganze hoch. Das Ganze hier noch so ein bisschen drehen. Da können wir. Okay. Gut, dann ist auch mal der Bart ganz schnell weg. Ach, okay. Der Bart gehört dazu. Also wir können nicht Haare und Bart separat wählen. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, okay. Nehmen wir einfach mal den hier. Wir können die Farbe vom Bart wählen. Zum Beispiel sehr dunkel. Augenfarbe können wir wählen. So, jetzt geht es eigentlich so an den Kleidungsstilen. Okay, auch sehr schön. Süß. Gut, und dann Handgelenk können wir auch denn hier zum Beispiel doppelt nehmen. Die Farben können wir nehmen, die Socken und so weiter und so fort. Das war es im Endeffekt schon gewesen. Ja, wir machen einfach mal fortfahren. So. Und jetzt spielen wir anscheinend eher so eine kleine Karrierestory, oder zumindest sind wir jetzt hier im alles entscheidenden Satz und können jetzt hier schön spielen. Nein, der wird ganz aus. Ach, schade. Und damit gibt es hier den Matchball. Ja, gut, wir haben unser erstes Match verloren anscheinend, wa? Ja. Aber makellose Aufschläge haben wir erfolgreich geschaltet. Du hast keinen Doppelfehler in einem Match geschlagen. Immerhin. Und 50 Erfolgspunkte gab es dafür. Da muss sich einiges ändern, damit es dann doch für einen Sieg. So, jetzt kommen wir aber endlich mal hier so ein bisschen zum Hauptmenü in der Karriere, wo wir dann auch später hier uns so ein bisschen darauf einstellen können, was wir denn zum Beispiel auch für Schuhe mit unterkaufen. Die haben aber ja bestimmte Fähigkeiten. Das Ganze tatsächlich wirkt ein bisschen mehr wie ein Online-Spiel oder Mobile Game, wo wir halt auch wirklich explizit jetzt zum Beispiel nicht nach Aussehen der Sachen gehen, sondern nach Effektivität der Sachen. Also sprich, wir haben jetzt den Schläger in Smash Lit Junior und später können wir wahrscheinlich neue Schläger freischalten, die zum Beispiel mehr Vorhand haben und Rückschlag, Aufschlag, Volley, Power und Fitness. Also hier geht es eher nebensächlich darum, wie etwas aussieht, sondern halt wirklich, ihr müsst euch die Sachen verdienen, damit ihr besser werdet. Zum Beispiel Addison Fitzpatrick ist unser Coach. Mit dem können wir jetzt was machen? Ja, das war es eigentlich auch schon gewesen. Dann haben wir hier ein Showmatch, was wir bestreiten können, Training. Also das ist Menüaufbau und ich würde mal sagen, das war es aber auch erstmal gewesen. Das war jetzt mal dieses kleine Let's Play, dieses kleine bisschen, ja, Preview zu Matchpoint hier für den Game Pass. Was erwartet euch denn hier eigentlich? Ich, und jetzt gehen wir mal einfach nochmal zurück ins Hauptmenü. Mein Fazit tatsächlich von diesem Spiel ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Sterne vergeben müsste, 5 Sterne, würde ich echt 2,5 Sterne geben. Der
dieses Gameplay, diese Spielmechanik her, die ist astrein, die ist super. Es ist eine Simulation, das merkt man durch und durch, gerade weil wir flächendeckend das ganze Feld benutzen können und dementsprechend auch sehr oft Gefahr laufen, auszuspielen. Wer aber ein riesen Fan zum Beispiel von der Top Spin 3 Serie ist, wo es halt wirklich so ein bisschen um Karriere geht, man baut sich langsam auf, da war auch nicht viel mit Story und sowas, aber trotz all den war es auch mit einem Einmarsch alles ein bisschen schöner gewesen. Also wenn ihr in diese Arena reinkommt, dort sind wir sofort dort drin, war es alles wesentlich schöner gewesen, hat mir wesentlich mehr gefallen. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist der eigentliche Gedanke wirklich hier auf diesem Bereich. Das ist so ein bisschen die Spielmechanik, wirklich Klamotten halt holen. Hier geht es auch gar nicht darum, irgendwie mit Echtgeld euch Klamotten zu kaufen oder so oder Spiel zu füttern, sondern einfach nur spielt einfach nur. Und das ist halt eigentlich trotzdem noch ein großen Pluspunkt, was man sagen muss, dass ihr einfach nur so geht, um mit Freunden zu spielen, online oder halt auch in der Rangliste neue Leute kennenzulernen und gegen dieses zu spielen und zu gucken, wer der Beste ist. Wer natürlich jetzt auf dem Spiel wie aller FIFA oder Football, Eishockey, also alles, was halt wirklich noch ein bisschen mehr mit Story verbunden ist oder mit dieser Ernsthaftigkeit zu der eigentlichen Karriere mit richtigen Profispielern, der wird bei Matchpoint auf alle Fälle enttäuscht sein. Also, es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, wo ich jetzt richtig Bock habe, meine Karriere zu starten, weil es halt einfach stupide ist. Es fängt wirklich schon von Anfang an stupide an. Die Grundspielmechanik, wie gesagt, ist super. Die Grafik ist auch ausbaufähig und das ist auch für mich hinblickend dafür, dass es halt eher ein Online-Spiel ist, weil man hätte wahrscheinlich viel mehr, wenn es ein reines Offline-Spiel gewesen wäre, beziehungsweise man mehr, sich mehr so ein bisschen um die Realität ringsherum gekümmert hätte, hätte man dies auch schaffen können. Aber hier ging es wahrscheinlich einfach nur, dass es flüssig läuft. Wir sehen in den Wiederholungen, da ist nichts Detailliertes. Ich fand tatsächlich den Intro-Einspann sehr interessant, sehr vielversprechend und wurde hier doch ein bisschen bitter enttäuscht. Aber wie gesagt, für all diejenigen, die Tennis-Fans sind und die vielleicht einfach den Game Pass besitzen und sich sagen, oh, jetzt habe ich Bock auf Tennis spielen, wärmstens zu empfehlen. Für all diejenigen, die das Spiel nicht haben, den Game Pass nicht haben und vielleicht überlegt haben, sich das zu kaufen, ich würde warten, bis im Angebot ist. Aktuell ist es vielleicht noch so bei 50 bis maximal 60 Euro und dafür ist es nicht wert. Ab 29,99 würde ich hier versuchen zuzuschlagen, um halt, ja, vielleicht gerade zur Tennissaison, um den Fieber ein bisschen mitzuleiten oder, sagen wir mal, den Spielerlebnis so ein bisschen mitzufiebern, kann man ganz gerne mal 30 Euro hinblättern, aber alles andere ist zu viel und für alle anderen, die halt wie gesagt doch ein bisschen mehr auf Karriere, realistisches, karriereartiges Storytelling, hier werdet ihr auf alle Fälle nicht fündig. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ach ja, ein Riesenpluspunkt ist natürlich auch natürlich selbstverständlich Tortilla, hatte ich ja gesagt. So eine Einführung in ein Sportspiel hatte man oder habe ich persönlich noch nie gesehen. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt was gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und dann sehen wir uns bei irgendeinem anderen Spiel. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.